der Wagen auf so einem Turm zum Brocken kommt. Ja, hier ist der Blinde Burg. Der Grotti ist ja. Und der fällt da in diesem. Ja, aber ich jetzt nicht mehr laden. Aber auch noch zwischen dem Morgen. Oder ein Fusche? Nein. Aber wir haben nicht sagen. Ich helfe gerne. Ja, ja. Soll ich mal sowas? Ja, ja. Also er macht mir hier nicht den Eindruck, Robin Faustini mit dem Ostella auf der Fahrtreihe San Moreno. Bemüht um eine saubere Fahrweise, da gibt es eine schnelle. Wahnsinn!
auf Hauerstein. Herzlichen Glückwunsch für diese super Leistung. Wie schwierig war es jetzt für dich, zu diesem Erfolg zu kommen? Wie viel Vorbereitung hat man hineingesteckt? Ja, ich sag mal so, ich war eigentlich in den Ferien mit meiner Freundin. Also die waren geplant und ich musste frühzeitig abbrechen, um an den Hauenstein zu kommen, da die Familie Lang, der Michael Prinz, da recht stark mitgewirkt haben. Und die Vorbereitung gestern, die war ja mehr als nur eine Katastrophe. Wenn man ehrlich ist, ich war noch nie hier, habe keine Erfahrung auf der Strecke. Aber heute wusste ich, das Auto kann was, ich kann auch ein bisschen was. Und ja, das haben wir aus der Liste kommen, auch hier bei uns die Luftkörper, wo wir den Spaß gehabt haben. Das war eine absolute Fahrt, wie du gezeigt hast. Hat super funktioniert das Ganze. Was sind denn deine weiteren Pläne in diesem Jahr noch? Jetzt nächste Woche geht es schon weiter nach Osnabrück. Da war ich auch wieder in der Deutschen Bergmeisterschaft mit. Nicht in der FIA aufgrund des Reglements. Und nachher geht es noch zu dem Ende zu, der Schweizer Meisterschaft. Das sind auch noch vier Rennen, dann Tursan, Le Roger unter anderem und dann noch Agata und Stradi in Kroatien. Ja, ganz schön tolles Programm, das du machst. Ich wünsche mir alles Gute dazu und gratuliere dir noch einmal ganz herzlich zu diesem Sieg hier. Und wir finden, dass du das einfach toll gemacht hast. Wie schafft man es denn so gut zu bleiben, auch dann am Start von Lauf 2? Wusstest du die Zeit von Patrick Zajelcnik, als du losgefahren bist? Ich wusste die Zeit von Patrick und ich habe so gedacht, was soll ich jetzt mit dem anfangen? Er hat meinen Rekord weggenommen, okay, aber wie ist die Strecke? Ich wusste nach Lauf 1, es geht deutlich noch einmal schneller. Ich war zu lasch unterwegs, aber wie ist die Strecke? Ist die wirklich noch nass oben oder geht's? Und da habe ich gesagt, weißt du was, es gibt nur eins, attackieren, was geht. Wenn es nass wird, entscheiden, aber es ging gut. Ja, da hat sich absolut richtig.